Hallo, hallo, bonjour, buenos dias, bon dia, buongiorno, herzlich willkommen bei FanTV. In den kommenden Tagen werden wir Bericht erstatten über der Alpine Ski World Championship in Cortina d'Ampezzo. Wir sind trendy, stylisch und modern und wir wünschen euch viel Spaß. Euer René von FanTV. Ciao, ciao. Das Warten hat ein Ende und endlich starten die World Championship Alpine Skien in Cortina d'Ampezzo. Hier die Startaufstellung der Super Ski der Damen. Die Favoritinnen: Marta Balsino, Italien. Michaela Schäfring, Amerika. Wendy Huldener, Schweiz. Petra Wallowa, Slowakei. Tamara Tippler, Österreich. Und Lara Kutz, Berami, Schweiz. Bis gleich, ich freue mich auf euch. Hier kurz das Streckenprofil, gestartet wurde in 2190 Meter Höhe. Ja, herzlich willkommen bei der Zusammenfassung der Super-G der Damen bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Wie gesagt, es war spannend bis zum Ende. Den Start hat Martina Basino gemacht. Leider konnte sie ihrer Favoritenrolle nicht nachkommen. Leider auch für Italien. Aber alle anderen haben das umgesetzt, von denen ich geahnt habe, was passieren konnte. Und man muss ganz ehrlich sagen, Gratulation an Lara Kutbarami. Das ist Wahnsinn, was diese Frau momentan auf den Schnee zaubert. Das ist der helle Wahnsinn. Also sie macht kaum Fehler. Und heute war es auch mal wieder ein Rennen fehlerfrei. Jeder Durchgang hat sie geführt und sie fährt da durch die Kurven, als ob das eigentlich überhaupt kein Aufwand ist. Also ihre Bretter sind perfekt gewachsen, also sie ist so schnell. Und wenn man das ganze Rennen fast in der Hocke geht, dann macht man natürlich die meiste Geschwindigkeit und das hat sie gezeigt. Also sie ist absolut wohlverdient Weltmeisterin geworden. Gratulation. Platz 2, Corinne Sutter. Man hat gemerkt, die Schweizer haben ihre eigene Linie gehabt und diese Linie war offensichtlich die schnellste. Sie konnte es fast 1-1 umsetzen, was Lara Kutbarami gemacht hat. Leider nicht so schnell. Ein paar Zehntel Abstand hat sie dann doch schon gemacht. Aber was soll das? Momentan ist Lara Kutbarami superlative und dann ist man froh, wenn man dann wenigstens um Platz 2 oder Platz 3 mitkämpfen kann. Gratulation an Corinne Sutter. Ja, und dann ist das eingetreten, was ich gesagt habe, es wird passieren. Michaela Schäfring hat ein Jahr Auszeit genommen, ein Jahr kein Super-G gefahren, hat 5 Trainingseinheiten gehabt und man wusste nicht, wo man steht. Ich habe immer wieder gesagt, lass die auf die Bretter, lass sie runter, lass ihren Seeler frei und sie macht grundsätzlich eine Medaille. Und ja, es hat gereicht für Platz 3, für den Bronzemedaille. Wahnsinn, was für ein Rennen, super toll. Also Gratulation an Platz 1 an Lara Kutbarami, Platz 2 Corinne Sutter, Platz 3 an Michaela Schäfring. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wir schalten bald drüber zu der Super-G der Herren. Auch da geht es dann gleich los, Start um 13 Uhr. Und ich freue mich drauf, darüber Bericht zu erstatten. Und ich sage jetzt, bleiben Sie alle gesund, freuen sich auf dieses Rennen. Und in dem Sinne, eure liebe Grüße. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei FanTV. Mein Name ist René, dann geht's wieder los. Ciao, ciao.